wirst doch nicht derart unsere Kinderstube vergessen haben. Stella, du kannst doch nicht annehmen, er hatte auch nur im Geringsten irgendetwas von einem Gentleman. Kein Funken. Nichts. Ja, wenn er nur gewöhnlich wäre. Wenn er einfach nur gewöhnlich wäre. Aber ansonsten gut und zuverlässig. Er hat was regelrecht Bestialisches an sich. Du hasst mich jetzt, weil ich das sage, oder? Er benimmt sich wie ein Tier. Er hat das Verhalten eines Tieres. Er isst wie ein Tier, bewegt sich wie ein Tier, redet sogar wie ein Tier. Ja, etwas Affenartiges. Etwas, was in früheren anthropologischen Abbildungen zu sehen ist. Dieser Mann hat Jahrtausende von Zivilisation einfach nicht mitbekommen, einfach verschlafen. Stanley Kowalski. Überlebender der Steinzeit. Bringt aus dem Dschungel das blutige Fleisch seiner Beute nach Hause. Und du bist da und wartest auf ihn. Vielleicht schlägt er dich, vielleicht grunzt er aber auch nur und küsst dich. Das heißt, falls man das Küssen schon erfunden hat. Nacht bricht herein und die anderen Affen versammeln sich vor seiner Höhle. Alle grunzen wie er und saufen und schlingen und spielen sich auf. Sein Pokerabend, wie er das nennt. Eine Affenparty. Mein Gott. Schwester, liebe Schwester, ein bisschen Fortschritt hat es doch gegeben. Musik, Poesie, Theater.